Ja, liebe Freunde, ich möchte mit euch ein Lied von mir singen, dessen Text zurückgeht auf den bedeutenden Sufi-Mystiker Jalaleddin Rumi, der im 13. Jahrhundert gelebt hat und wunderschöne Gedichte, Texte und Verse über Liebesmystik, aber eben auch über Natur und auch zur Erde gemacht hat und zur Schönheit. Und ich habe Katharina mitgebracht, weil mein Lied ein Kanon ist. Das heißt, wir werden das erstmal gemeinsam singen, dass ihr die Melodie hört und dann auch im Kanon, damit ihr auch hört, wie klingt das im Kanon. Es gibt dann auch eine sehr schöne Choreografie mit Tanz in zwei Kreisen. Allerdings kann man das momentan eben nicht machen, zu Corona-Zeiten, sich an den Händen halten und so weiter. Aber später wieder, ihr seht es dann in der Tanzbeschreibung zu den Noten des Liedes. Aber jetzt zunächst mal zu dem Text, ich spreche es mal vor. Lasst die Schönheit, die wir lieben, das sein, was wir tun. Das ist der erste Teil. Und im zweiten Teil im Original lautet es bei Jalaleddin Rumi: Es gibt hunderte Arten, sich niederzuknien und den Boden zu küssen. Diesen Teil habe ich etwas abgewandelt vom Text. Bei mir heißt es: Es gibt hunderte Arten, die Erde zu küssen. Mir gefällt daran zum einen, dass eben die Erde dann auftaucht, nicht nur der Boden, sondern die Erde als Planet, und das hat auch von der Melodie besser gepasst. Ja, und dieses Lied ist für mich vom Text her sehr wichtig, aber auch von der Melodie. Es geht einfach darum, die Liebe in uns zu unserem wunderbaren, lebendigen Planeten zu wecken und auch für die Schönheit, dass sozusagen das, was Schönheit stiftet, auch ein Leitstand sein kann für uns. So wie wir eben sehen, dass die Natur blüht, Ökosysteme lebendig werden, wenn wir sie pflegen oder zumindest schützen und nicht zerstören. Und in indigenen Kulturen zum Beispiel wird ja die Erde, Mutter Erde, Pachamama, wird seit Millionen Jahren, kann man sagen, eigentlich geehrt und gilt als göttlich, als bewusst der Animismus, wo sozusagen alles beseelt ist, durchdrungen ist von Bewusstsein und vor allem eben mit einer Haltung von Ehrfurcht, Wertschätzung, Liebe. Und genau darum geht es mir auch mit diesem Lied. Ich möchte die Liebe für unseren Planeten in uns allen wecken. Und ich glaube auch, wenn wir eine Liebesbeziehung zu Mutter Erde entwickeln, die wirklich mit einer starken Leidenschaft auch getragen ist, dann fällt es uns relativ leicht, auf viele Luxusdinge zu verzichten. Zum Beispiel Flugreisen, Urlaube nach Thailand oder wohin auch immer. Oder eben auch von der Ernährung, wir können uns dann gesünder ernähren, weniger Fleisch, was ja auch wieder CO2 reduziert in der Atmosphäre. Wir erleben das dann nicht mehr so sehr als Verzicht, sondern eher von einer Haltung heraus, so wie wenn ich jemanden eben liebe oder in jemanden verliebt bin, dass ich fürsorglich bin und möchte, dass es diesem Menschen gut geht. Und ich glaube, das Gleiche können wir auch, so eine Art von Beziehung können wir auch zur Mutter Erde entwickeln. Ja, ich spreche nochmal den Text vor. Lasst die Schönheit, die wir lieben, das sein, was wir tun. Es gibt hunderte Arten, die Erde zu küssen. Es gibt hunderte Arten, die Erde zu küssen. Und mal ein kurzes Vorspiel. Lass die Schönheit, die wir lieben, das sein, was wir tun. Lass die Schönheit, die wir lieben, das sein, was wir tun. Es gibt hunderte Arten, die Erde zu küssen. Es gibt hunderte Arten, die Erde zu küssen. Lass die Schönheit, die wir lieben, das sein, was wir tun. Lass die Schönheit, die wir lieben, das sein, was wir tun. Es gibt hunderte
die Erde zu küssen. Lass die Schönheit, die wir lieben, das sein, was wir tun. Lass die Schönheit, die wir lieben, das sein, was wir tun. Es gibt hunderte Arten, die Erde zu küssen. Es gibt hunderte Arten, die Erde zu küssen. Und jetzt im Kanon, ich beginne jetzt zu singen und Katharina setzt dann im Kanon ein. Lass die Schönheit, die wir lieben, das sein, was wir tun. Lass die Schönheit, die wir lieben, das sein, was wir tun. Es gibt hunderte Arten, die Erde zu küssen. Es gibt hunderte Arten, die Erde zu küssen. Lass die Schönheit, die wir lieben, das sein, was wir tun. Lass die Schönheit, die wir lieben, das sein, was wir tun. Es gibt hunderte Arten, die Erde zu küssen. Es gibt hunderte Arten, die Erde zu küssen. Lass die Schönheit, die wir lieben, das sein, was wir tun. Die Schönheit, die wir lieben, das sein, was wir tun. Es gibt hunderte Arten, die Erde zu küssen. Es gibt hunderte Arten, die Erde zu küssen. Schönheit, die wir lieben, das sein, was wir tun. Lass die Schönheit, die wir lieben, das sein, was wir tun. Es gibt hunderte Arten, die Erde zu küssen. Lass die Schönheit, die wir lieben, das sein, was wir küssen. Ja, ein ganz herzliches Dankeschön. Ich hoffe, man konnte das lesen, was auf meinem T-Shirt steht. Mother of First. In Abwandlung von Donald Trump, der eher die Erde schädigt, geht es darum, dass wir eben die Erde im Mittelpunkt stehen. Weg von einem Anthropozentrismus, wo wir um uns selbst kreisen, hin zu einem Geozentrismus, wo die Erde als Gesamtheit in den Mittelpunkt gestellt wird. Vielen Dank. Danke.